So Leute, willkommen zurück zu Splatoon. Oh yeah, am letzten Part haben wir den Weg geebnet, um jetzt Zahn um Zahn mit Octodentor zu gehen. Octodentor, ja, passt auch bestimmt. So, gucken wir nochmal, was dieser Boss für eine Schwachstelle hat. Oh, ist einen riesigen lilanen Tentakel, den wir irgendwie aber hervorlocken müssen. Oh, die Arena sieht. Krass, was ist das denn hier? Schönes Warnschild. Kein Mensch versteht, was gemeint ist. Wie konnte man das interpretieren? Füttern sie nicht den Fisch, der aussieht wie ein Pac-Man-Geist mit dicken Lippen? Keine Ahnung. Let's see. Okay, okay. So, niemand hier? Niemand hier? Absolut niemand hier? Doch. Oh, der arme kleine Elektrowels. No. Also rein optisch, ne? Das Boss-Design ist schon echt großartig. Wow, auf eine Umsetzung. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich kann nicht raus. Oh je, Mine. Okay, das lief nicht ganz so gut. Da ist er schon wieder. Die sehen irgendwie schon ein bisschen creepy aus, muss man mal sagen. Okay, ich muss direkt wieder eine schnelle Route hier schaffen. Ah, okay, ich kann den Zahn kaputt schießen. Das macht das Ganze natürlich wesentlich entspannter. Wahrscheinlich muss ich. Ah, ich muss auch alles hier. Plopp. Ja, schade aber auch. Habe ich einen Zahn nicht kaputt bekommen. Wow. Ach so, und den einen Zahn, den ich nicht kaputt gemacht habe, den schießt er jetzt ab. Kann ich hier nochmal kaputt machen? Wollte ich, oh, der kommt wieder. So, zack. Der eine ist weg. Und jetzt kommt wahrscheinlich in der Mitte der Lage raus, oder? Nein. Okay, aber er kann. Wo ich jetzt rein muss vielleicht sogar. Das könnte natürlich jetzt mutig werden. Ich versuch's mal. Ich lass mich fressen. Nein, das war falsch. Okay. Ich dachte, vielleicht muss ich jetzt da rein, aber strange. Wie besiege ich diesen Gegner? Octodentor. Sehr passender Name. Zahnarzt passt ja irgendwie doch, ne? So, klatsch. Jetzt wollen wir mal den Rest hier noch dafür sorgen, dass er verschwindet. So, keine Zähne mehr. Und jetzt? Vielleicht Bomben reinwerfen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Gucken wir doch mal. Hallo, guck mal hier. Ah, okay. Der Klassiker. Der Klassiker. Jetzt muss ich ihn aber noch besiegen. Das ist irgendwie so eine Sache, die noch ganz schön wäre. Und natürlich wird er dich ja nicht einfach gefallen lassen und jetzt eine andere Form annehmen. Kling, oh. Krassere Zähne offensichtlich. Okay. Checkpoint. Ey, ich habe wieder etwas gut geschrieben bekommen. Ja, die Zähne halten ein bisschen mehr aus jetzt. Komm, zeig deine Beißerchen. Zeig deine hübschen Beißerchen. Oh ja, schöne Beißerchen hast du da. Okay, jetzt wirft er erstmal wieder Stuff durch die Gegend. Aber das sollte eigentlich auch ziemlich easy werden. Kann ich das auch abschließen? Ja, das funktioniert. Okay, cool. So, Zähne hat er jetzt keine mehr. Hier bin ich. Here I am. Genau. Keine Zähne mehr. Also komm raus. Zeig deine Beißerchen, beziehungsweise. Ja, genialer Wurf. Ah, gerade noch reingekriegt. Sehr gut. Yeah. Okay, und ein Treffer noch. Und dann ist er Geschichte. Schau, oh, jetzt hat er Goldzähne. Wunderbar. Ist schon raffiniert, dass sie keine rote Farbe genommen haben. Also, dass man keine rote Farbe kriegen kann, sondern halt nur Orangetöne. Oder halt die ganzen anderen Sachen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Du hast da übrigens was zwischen den Zähnen, wollte ich nur mal sagen. Sieht nicht so ganz gesund aus. Okay. So, Bewegungsfreiheit. Okay, und jetzt. Ja, komm, 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 komm. Ja, guck mal, wunderbar. Konnte ich noch ein paar Zähne nehmen. Und jetzt haben wir ihn gleich. Wir sollten mal einmal hier. Guck mal, jetzt ruft er uns nicht mal mehr. Richtig. So, mein Freund, wo sind deine Zähne? Ich auch bereit in der Mitte. Und bitteschön. Nein. Nein. Ich bin vom Knockback, was auch immer mich so weggedrückt hat, gerade in die Soße gefallen. Ihr habt's gesehen, ihr wart live dabei. Was ist passiert? Wieso bin ich so weggedrückt worden? Okay, ich bleibe in der Mitte der Arena, habe ich mich gerade spontan zu entschieden. Upsa. Und zeig deine Weißerchen.
sehr schön. Ich habe nicht so viele kaputt gekriegt wie eben. Okay, immer schon in der Mitte der Arena bleiben. Habe ich gerade gelernt. So, schlapp, schlapp. Mann! Der macht mich ganz schön nass, muss ich sagen. Egal. Ein bisschen vorsichtiger sein. Wow, ha. So, und zeigt mir die Weißerchen. Hm, schön, 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 schön. So, ich glaube, jetzt habe ich wieder ein paar mehr kaputt bekommen. Und wieder schön relativ mittig bleiben. Ich glaube, ich mache das lieber auf Nummer Vorsicht. Genau, und lassen wir jetzt erstmal wieder kommen. Und dann in aller Seelenruhe. Und jetzt... Hey! Wo ist das denn? Da wollte er mich nicht rauslassen gerade. So, ja, komm schon, die Richter kaputt. Ah, wunderbar. Er ist schon wieder... Boah! Er ist schon... Ich war schon wieder... Zu nah am Rand gerade, wollte ich sagen. Ach, das hat mich so weggedrückt. Das habe ich gesehen. Ich wurde gerade nochmal ziemlich an den Rand der Verzweiflung gebracht. So. Und tschüss. Er sieht selber aus wie so ein kleiner Elektrowels. Der Octodentor. Cooler Boss mal wieder. Bisher nur schöne Bossfights. Aber es war okay. War jetzt eigentlich nicht so schwer. Ich habe nur... War wieder mal zu hektisch. Sansame Octodentor. Weiter geht's. In die nächste und ich glaube sogar schon letzte Welt, oder? Hallo Nummer 3, da geht der aber leicht von der Hand. Ja, besser als erwartet. Nur weiter so, so lange, bis du den Riesen-Elektrowels hast. Du wirst doch nicht etwa Captain Kuttelfisch vergessen? Wer spricht? Euer Revier. Ach was, der Bösewicht. Hey du, rück den Riesen-Elektrowels raus. Ach, der Bösewicht. Und den Captain auch, bloß nicht vergessen. Euer Revier gehört mir. Schöner Reim, aber das hilft dir auch nicht weiter. Jetzt mach mal halblang, quatsch und zieh nicht den Funk zu. Hey, Nummer 3, tu was gegen diesen Klabautermann, und zwar schnell. Aber natürlich, ich bin doch schon dabei. Zahnsame Octodentor. Und wir kriegen natürlich eine neue Waffe. Anti-Octo-Prototyp, Erfinder, Artel, Arti, Schütthausen, Kalmarsenal, Boulevard, Saar, Inkropolis und so weiter und so fort. Ja, eine Waffe kriegen wir ja noch von ihm, nicht wahr? Eine bekommen wir ja noch. Bum, 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 bum. Platsch. Unten Kurzschluss verursacht. Klirr. Und jetzt geht's ab nach oben. Das Zonentor ist auf. Weiter geht's. Ja, natürlich. Weiter geht's immer. Das erste Mal, dass wir anders reisen müssen. Ich glaube jedenfalls, dass es das erste Mal ist. Nicht mit den dafür vorgesehenen Behältern, nenne ich es mal. So, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Oh, hier schwebt ja alles. Und dann ganz oben ist noch eine Sprungplattform. Oh, und die führt... Ah, I see. Elektrowälze. Es sind wieder 6 an der Zahl. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in irgendein Level gehen, suchen wir erstmal die ganzen Stages. Und sobald wir die gefunden haben, machen wir das erste Level noch mindestens. Natürlich. Ach, immer hier. Da hinten ran. Da hinten ran. So, erstmal das hier aktivieren. Das könnte schon mal hilfreich sein. Wo sind die ganzen Stages? Interessant. Etwas versteckt. Ach, guck mal, jetzt haben wir ja noch die Schwämme. Platsch, platsch. Erstmal wieder ein paar Sachen aktivieren. Da ist eine Stage. Sehe ich gerade unten. Ja. Platsch. Oh, das scheint einer der hinteren zu sein, weil es ist wieder ein Octoling drauf abgebildet. Ah, hier ist noch einer. Welche Stage brauchen wir überhaupt? Fällt mir gerade auf. 20, 21. Stage 2. Verdammt, Stage 22 brauchen wir, wollte ich gerade sagen. Das heißt, wir müssen noch ein paar aufdecken. So, komme ich von hier aus vielleicht irgendwo anders noch ran. Wow, platsch. Gehe ich mal hier links lang. Gucke, wo ich da hinkomme.
Den Fall da hoch. Das ist bestimmt auch eine Stage, oder? Stimmt. Nee, nicht direkt. Aber wir sind noch ein paar Schwämme. Die mich sicherlich früher oder später zu einer Stage führen. Aha. Stage 23. Schwämme im Kreuzfeuer. Nee, da wollen wir aber auch noch nicht hin. Lass noch weitere Dinge aktivieren. Hier vielleicht? Nein. Guck mal, so komme ich da zu der anderen Stage. Mhm. So, da ist noch was zum Aktivieren. Ja, langsam aber sicher verknüpft sich alles. Und wir kommen zu einer weiteren Stage. 22. 24. Na, okay. Na gut, okay. Akzeptiert. So, dann klebe ich mich einfach mal hier dran. Ich wäre fast ins Level reingegangen. Aber nur fast. Und es ist nur dazu da, um hier hochzukommen. Sieht so aus, oder? Hm. Allem Anschein nach ja. Dann gucken wir doch mal, dass wir irgendwie da hinkommen. Achso, ich sehe das auch gerade schon. Einfach hier. Wie wäre es damit? Ja. Da oben bitte. Wunderbärchen. Und schon kommen wir etwas weiter nach oben. Danke. So, was haben wir hier? Was verbirgt sich dort? 22. Alles klar, dann fehlt wieder mal nur noch eine. Und die müssen wir erstmal finden. Ich kann mich ja jetzt jederzeit zu den ganzen Stages hinspringen lassen. Das ist ja dann nicht mehr so das Problem. Zum Glück. Plopp. Bestimmt da unten irgendwo. Hier vielleicht? Ja, guck mal, sieht schwer danach aus. Als würde mich das so irgendwo hinbringen. Nach da hinten. Aha. Nee, das bringt mich nur hier hoch, scheinbar. Bin ich aber auch schon gewesen. Bin, oder war ich hier schon? Weiß ich gerade nicht. Das weiß ich gerade nicht so genau. Aber scheinbar schon, ja. Guck mal, was ist denn da unten noch? So weit kann ich natürlich nicht schießen. Ah, hier ist noch ein Schwamm. Siehste mal. Siehste mal, was uns... ich könnte da unten hin. Oh, die Farbe kommt sogar an. Cool. Hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet. Soll ich da hinten? Nee, oder? Also, wofür das, das ist... Ach, das ist wieder die... Die Anfangsstätte. So, wo bin ich denn noch nicht gewesen? Laut der Map. Da hinten drin zum Beispiel. So, was ist denn hier? Nee, hier war ich schon. Na, wieder mal die verzweifelte Suche nach der letzten Stage. Vielleicht muss ich hier ein andermal fortsetzen. Weil ich eigentlich noch ganz gerne ein Level starten würde. So, springen wir wieder hier hoch. Stage 22 war da. Ne, das war 23. Hm. Da oben ist noch so ein Block. Guck ich doch mal, ob mir das irgendwas bringt. So. Und da war ich scheinbar noch nicht drauf. Achso. Da oben ist auch noch ein Schwamm, sehe ich gerade. Das ist interessant, ich komme da nicht dran. Vielleicht so. Kann das nichts bringen, eigentlich. Aha, okay. Das war doch möglich. Ah, und hier sehe ich auch schon weitere Dinge, die mich weiterbringen können. Glaube ich. Bleiben die Schwämme überhaupt unendlich lang? Ich glaube nicht, weil nämlich gerade die ganze Zeit so ein Timer. Okay, das führt mich noch ganz unten. Na super. Im Endeffekt auch nichts, was mir was bringt. Ja, der Schwamm pulsiert. Was ist denn da hinten zum Beispiel? Ah, da ist die letzte Stage. Schön. Schön. Und das ist welche Nummer? 25. Super. Gut, dann geht's jetzt auf zu Stage Nummer. Na, ich guck gerade auf die Gamepad. Wo sie? Da. Stage 22 und abwärts geht's. Sonderschicht in der Schaltzentrale. Ja, dann legen wir diese Sonderschicht doch mal ein, würde ich sagen. Gespeichert. Oh ja, hier geht die Party ab. Ich sehe es schon. Sonderschicht in der Schaltzentrale. Dann haben wir den Singleplayer-Modus ja noch relativ bald durch. Sieh mal einen Schalter. Ich werde nie in dem alles tunen können in der Zeit. Flop. Das ist ein Schalter, ja. Ah, okay, einfach drauf schießen. Einfach nur drauf
schießen. Okay, okay, okay. Ich denke mal, ich werde Splatoon... Also, sobald der Singleplayer-Modus durch ist, weil... Dann hätten wir ja rein theoretisch nichts mehr zu tun. Aber ich mache natürlich... Ach, die Amiibo-Herausforderung mache ich natürlich noch. Und ich denke mal, wenn wir damit dann auch durch sind oder da ein bisschen was gezeigt haben... Kann ich nochmal drauf schießen? Ne. Dann werde ich Splatoon Singleplayer durch Splatoon Online ersetzen. Denn nächste Woche Montag, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf Twitter habe ich das geschrieben, startet... Etwas Neues. Zwei neue Projekte starten, da aber Splatoon Online wird natürlich nur laufen. Und der Singleplayer-Modus, je nachdem wie lange noch dauert, selbstständig auch. Kugelschilde, Zug. Achso, ja, toll. Hm. Das war jetzt... Weil ich gerade so drin im Erzählen, dass ich das vergessen habe. Plopp. Zumindest ist dort ein Stand. Das war jetzt gerade. So, aber... Ich bin ein Fan vom Schild, das wisst ihr ja. Okay. Tschüss. So, einfach reingeflatscht den Typen. Sehr schön. Kommt schon andere Gegner gleich, oder? Nee, das ist ein Sprungfeld. Nö, keine anderen Gegner mehr. Okay, doki. Da oben kann ich da gar nicht drauf schießen. Nein. Was für ein Fiesling. Irgendwas versteckt eventuell. Mit irgendwas meine ich natürlich nicht nur irgendwas, sondern... Gewisse Dokumente. Hm. Checkpoint. So. Flatsch. Sehr schön. Also, ich war noch mit meinem Gedanken gar nicht zu Ende. Genau. Nachdem wir durch sind mit dem Singleplayer-Modus von Splatoon, wird es ersetzt durch Splatoon Online. Also läuft ja gerade schon simultan, ne? Aber sobald dann die nächsten Projekte nächste Woche starten, gibt es dann wieder drei Spiele. Plop. Einfach mal drauf geschossen. Und da kommt ein Typ, der gar nicht weiß, wie geschieht. Interessantes Level-Design hier mal wieder. Ich glaube, ich springe da einfach mal so hoch. Und ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie so gewollt war. Aber was ich auch wieder im Gefühl habe, dass es hier sehr leicht ist, etwas zu übersehen. Platsch. Und platsch. Wie springe? Achso, ich habe da unten Boden. Okay. Da war ich gerade nicht sicher, ob ich da einfach hinspringen kann jetzt. Weil ich kann ja nicht durchs Gitter schwimmen, ne? So, ich möchte aber noch nicht da rein. Ich möchte erst hier hoch. Mhm. Was haben wir denn da? Da-da-da-dam. Gut versteckt. Aber nicht mit mir. Damit rechnete ich schon. No. Ah, guck mal, ich kann in dem Schalter rumschwimmen. Das ist interessant. Flop. Und weiter geht's. Checkpoint. Was ist hier los mit euch? Was ist hier los? Boah, einfach aus dem Nichts heraus. Ups. Nicht so geschickt im Zielen heute, scheint mir. Plopp. Bleib mal, was passiert, wenn ich hier... Oh, ich wäre einfach gestorben, ja. Was, noch mehr? Noch mehr! Oh, und dann noch von den ganz Fiesen hier. Treffe ich den von hier? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Puh. Meine Güte, der will es aber wissen. Das nehme ich doch mit. Ah, trifft das da? Natürlich nicht. Oh, Gott sei Dank. Kann ich da unten landen? Da ist ja ein Sprungfeld. Schon die Octorianer, ne? Jetzt rasten sie richtig aus hier. Sie merken, dass sie langsam in die Enge gedrängt werden. Dum, dum, bum, bum. Oh, schön mal hier hoch überall. Alles abgrasen und jawoll! Weiter geht's, der Sprung zum nächsten Checkpoint. Ich habe immer noch den Schild. Ich glaube, ich behalte den mal, da kriege ich immer noch einen kleinen Bonus. Wo geht's hier weiter? Finden wir es heraus. Was sollen wir jetzt machen? Lass mich einfach mal machen. Guck, da ist noch ein Knopf. Oh, aha. Ah, das ist jetzt fies. Kann ich natürlich nicht einfach so in den... Okay. Aber das klappt so natürlich. Richtig gemein hier, die Dudes. So, weg mit dir. Und da hinten, oh, der ist einfach so runtergeplumpst. Hoppla! Das tut mir fast leid. Und da oben ist auch der nächste Knopf. Sehr schön. Und einmal bitte verbinden. Hm,
weg hier, weg hier, weg hier. Okay, schön alles voll Tinte, damit ich darüber jumpen kann. Yay! Das klappt ja gar vorzüglich. So, da dachte er, er will mich ärgern. Aber ich habe mich nicht ärgern lassen. Letzter Checkpoint, okay. Ich dachte schon, den Knopf hätten wir jetzt schon, aber... Nope, aha, und da ist auch das Sprungfeld. Was mich ins letzte Gebiet führt. Oh, da ist der Elektrobels. Ich sehe es. Aber ich habe hier gerade zu tun. Wow, Gegner überall. Das war ja klar. Was denn? Oh, da bin ich aber ganz knapp gerade dem Ende entkommen nur. Schneller hoch. Okay, das ist... crazy. Yay. Ah, verdammt. So, die gefährlichen Gegner haben wir schon mal außer Gefecht gesetzt und das kleine Ding dahin. Ah, da schwöre ich einfach so rüber. So, mir fehlt aber irgendwie noch der Schlüssel, ne? Oder habe ich den schon eingesammelt und es nicht mitbekommen? Läuf ich nochmal dahin. Vielleicht ist es ja direkt da. Weg hier. Okay, alles klar. Ah, da ist er. Da ist er ja. Da haben wir den Schlüssel. Ich muss schon sagen, normalerweise kriege ich doch eine Anzeige dann dafür. Also keine Anzeige in dem Sinne, was ich meine. Es wird mir angezeigt, das meine ich. So, und da ist er schon. Der Elektrowels. Du. Sonderschicht in der Schaltzentrale. Und ein kleiner Bonus fürs Schild. So, einmal auftauchen bitte und das neue Notizblöckchen lesen. Notizblock vor allem. Naja, aus den Tiefen der Meere strebten wir an das Licht der Oberfläche. Auf der Suche nach noch hellerem Licht senden wir diese Nachricht ins All. Vielleicht treffen wir eines Tages auf Lebewesen, die uns ähneln. Das ist richtig episch hier. Der Miezrichter ist ganz umgedreht wieder. Das sieht cool aus da, der Typ schon wieder vor allem. Da haben sich echt Mühe gegeben. Die Schrimps machen mich immer noch fertig. Heieiei. Na, viel fehlt nicht mehr. Und dann wissen wir alles über die Vergangenheit der Inklinge. Wobei es jetzt schon ziemlich dark ist alles. Gut gemacht. So, Schwämme im Kreuzfeuer. Darum geht's beim nächsten Mal. Aber das war erstmal mit Splatoon für heute. Und wir sehen uns, alles gelb, schön, in diesem Part. Bis dann. Ciao.